Und hat wahrscheinlich noch fast gar kein Weight. Wow. Leute, ich komme saunah an die Base drauf. Wie sieht's aus bei Turrets bei denen? Ich suche Loch, Moment. Doch durch den Boden. Schießt eine Turret eigentlich, wenn du im Boden glitschst? Schießt dann Turrets auf dich. Was machst? Wenn ich mich in Turrets rein, in Boden reinglitsch, weil bei Halla ist ja so. Hier ist ein 115er Rhino. Oh, sexy. Nee, 115. Nee, ich würde sagen, Rhino erst auf 130, weil die müssen wirklich gut sein. Ja, aber es kann ja trotzdem vielleicht gute Stats haben. Ui, Harodin hat mit Tresore Wall gearbeitet. Ja. Lädst du aus Fächer? Ja. Also. Ja, da können wir ordentlich Sprengkraft aufbringen, um da durchzukommen. In der Turret? Seitlich kommen wir besser durch im Moment. Turrets, mehrere Türme mit Pillar und Tresore drin. Der Turret hat so einen. Ja, ich glaube, ich schnell tragen. Wie verlassen die ihr Deck? Warum? Cheats von Index. Oh, so. Gar nicht. Nein. Irgendwo müssen die doch hin und raus. Wieder voll, ne? Da gibt's einiges zu tanken, also kann ich reißen. Dann bin ich immer zu. Die haben Tresore Pillars gestellt auf Steinpillars. Wenn du Steinpillar wegballerst, dann fallen die Tresoren. Aber das hin, wo sie rein und raus gehen, ist das nicht so. Ich glaube, demnächst werden die Folgen von uns spielen. Kann man noch Benz. Alter, das ist. Mit den Imprinted Terry ist das so lächerlich. Boah, wenn ihr das sehen würdet, wie ich hier durch den Wald durchrenne. Ich bin wieder voll. Ich hier? Bin wieder voll. Da ist Benzin, okay. Ich füll mal einen Generator auf. Ich weiß nicht, was dunkel sein muss hier. Auf deine Grafikkarte kein Gamma oder was? Wie komme ich denn zu dem Generator? Welchen Generator? Ach, du weißt schon, es ist ein Generator. Ach, zu dem Generator. Ja, zum Generator. Da haben wir einen Generator. Meinst du den in der Hauptbase? Muss es doch irgendwo reingehen. Da geht's lang. Da muss ich noch eine Tür suchen. Okay, die Turrets schießen dann wahrscheinlich doch runter. Mach weiter. Das ist der Eingang. Das hier ist der Eingang. Der Turret-Turm schießt, der und der. Doch, Generator aufgefallen. Irgendwie hört das sich gerade schon so an, als würde irgendwie ein Plan machen. Wie viele Turrets schießen denn ungefähr gleichzeitig auf dich drauf? Maximal. 3x15. Das geht noch. Hier ist dann auch wieder Tresor Wall mit fallende Tresor. Rechts stehen die Rex.
Wisst ihr, was das Mieteste an diesen fallenden Tresoren ist? Es gibt Lag, sobald du die wegschießt. Du wirst einen Standbild haben in dem Moment, also. Und das nächste Problem bei... wie heißen sie? Ritter der Harrowdien ist... Da gibt's Leute, die treffen jeden Schuss mit der Sniper. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Turrettürme, selbe Bauweise immer. Trockene Tresore. Jetzt so aus, Fisch? Wie viel passt eigentlich noch ins Mammut rein? Jetzt beim Mammut. Das ist die Bauart von Harrowdien. Okay, das Mammut hat noch Platz. Rondo ist Kenner bebaut. Ich glaube, einmal Mammut voll reicht sogar heute, ne? Wollen wir nicht schon wieder aufgraben? Hauptbase ist das, wo leuchtet. Wer? Wollen wir nicht schon wieder aufgraben? Noch immer. Nee, Pole ist offline, der hat nur sein PC noch laufen. Und Ilka ist AFK. Huch, shit. Okay, jetzt habe ich Aufmerksamkeit. Was hast du gemacht? Ich bin in Turz hingelaufen. Meister. Toll. Warst du in die Base hingelaufen? Alter, wie lächerlich das ist, wie schnell das Westerry voll ist. Kommst du ja fähig? Das war übrigens absolut. Muss sie, wie schnell die Reaktionszeit ist. Dich von außen ich, oder was? Ja, ja. Jetzt gucke ich, wie schnell die Reaktion ist im Zweit. Ja, der NRX, der Hack hat sich wahrscheinlich auf deiner Karte auf der Karte schon wieder. Mein Mammut ist fast voll. Na, nö. Ja, das passt doch nur einmal. Ja. Prinzessin hat sich wieder keinen Stecker. Okay. Fuck! Ich schwimme gerade im Wasser und werde vom Stunfee verfolgt. Das ist. Alter Fuck. Vom Baryonyx. Nein. So ein Zitteraal. Oh, der ist ganz leicht schneller als ich. Nicht weg oder was? Oh fuck. Das ist richtig knapp. Ja, jetzt hast du ja ungefähr Fischen. Ja, ich. Ja, glaub... das kann. Ja, ich. Oder? Warum? Gegen. Suicide Bot, oder? Ne, sind glaube ich schon fertig. Okay. Wo hat ein Prinzessin da gebaut? Prinzessin hat keine Schnecke. Wieso? Ne, die haben die keine ist Schnecke. Schon weg. Beastmaster hat sie anscheinend geraidet, aber jetzt ist die Schnecke spurlos verschwunden, weil Beastmaster behauptet, sie haben keine Schnecke und Prinzessinnen sagen, sie haben keine Schnecke mehr. Wow. Malte, zurück. Ja. Okay, ich komm zurück. Das sind Profis. Ja, aber jeder muss Bescheid sagen, wie viel Schnecke er hat, und dann taucht sie ja doch auf. Na, was soll, wenn sie irgendwo verloren haben? Blödsinn. Die haben sie einfach nur wahrscheinlich irgendwo liegen gelassen, weil sie nicht wollen, dass Kingdom sie jetzt raidet. Bestimmt. Ich kann aber jetzt schon sicher sagen, wenn sie jetzt die Schnecke diese Session lang verstecken, um sie dann nächste Session in die Base zu holen, weil sie heute zu wenig Leute sind, schmeißt Christi aus dem Projekt. Wenn sie dann morgen auf einmal doch eine Schnecke haben. Wo bist du hin? Ich finde das Schnecke-Thema echt geil. Mir gefällt das voll. Kommst du kurz Mammut auslachen? Es ist schade, wenn sie rausfliegt, fliegt sie raus. Schade, dass es so im 24-7-Server nicht funktioniert. Ich hab richtig Bock drauf. Polen nenne ich sich disconnected. Der liegt draußen auf Underbase. Daniel Grievous, komm her. Der Mammut. Der Mammut. Hier hinten. Warte, ich hab gerade. Neben im Enter. Warte mal, ich drop mal ein Paket. Wo ins Feld? Das. Stell dich dahin. Oh, der neue Turretum. Das ist doch nice einfach Leerraum, das geht viel einfacher. Nein, das geht nicht einfacher. Bleib ruhig. Stehst du da? Süße. Stehst du da, wo es hingedroppt wird? Ich bin voll. Wurde. Fähigchen. Warte mal. Ja.
machen wir um Dustins Turretsturm over. Also muss auf jeden Kannst Fall du das aufsammeln? Ich mach selber. Das aufsammeln? Sammeln? Januar? Ja. Hab ich jetzt gemacht? Ich frag mich halt, warum es noch gar nicht gemacht hat. Was denn? In Sache Dev macht sich gar nichts. Was jetzt? Meinst du jetzt in Sachen Turretürme? Nein. Es geht um die Verteidigung, der Zaun und so weiter. Halt zu wenig Leute. Und kannst du alles aufsammeln? An was fehlst du mir du jetzt? Zementing Cluster. Bist du auch dran? Metall. Metall. Kommst du an die andere nicht dran? Warte, ich droppe den in deine Richtung. Was wollt? Ja. Guck mal hinter dir. Ja, ich guck mal, wie die Wonne ist dran. Weg. 30 Sekunden, dann despawnt die erst so. Ist die Rüstung aus? Hast du mir gerade einen Schockpfeil reingehauen? Ob du davon nicht umkippst? Wieso verschwendest du die Schockpfeile dafür? Weil ich keine normalen Pfeile dabei habe. Welche normale Pfeile? Keule? Auch nicht. Vergiss mich gerade. Das reicht nicht, ich steh gleich wieder auf. Warte, sag mal, wenn du wieder stehst. Ich steh gleich. Einfach. Oh, hallo. Er steht wieder. Oh. Gute Nacht. Das mache ich gerne. Das ist eine durchzechte Nacht heute. Pack das Holz und alles gut in den Fortress rein, ne? Ja, erstmal den Rausch ausschlafen. Ah, wieder hier in Dienst nur ankiffen, ich merke das schon. Du Fähigen hat guten Stoff. Ja, meine hat nicht lang genug gereicht, ne? Nee. Einmal durchgesogen. Was sagst du denn überhaupt zu den Turm, das denn den jetzt gebaut hat? War nicht ganz fertig. Warte, ich mach kurz. Was war das überhaupt für ein Fall, wo du mich gerade erwischt hast? Welchen hat dir, glaube ich, Schocken gerade den Kopf geschossen? Nein, das war ein stinknormaler Nagelfall. Warum geht das so hoch? Der hat dir einen Headshot gegeben, ich hab dir nicht auf den Kopf gezählt. Natürlich. Jeder bei uns hat sich genug Leben geskillt, um das zu überleben. Ich weiß, aber trotzdem. Wollt nicht so gemein sein, den neuen gleichen Head geben. Ich bin gern gemein. Bei Fächer muss man aufpassen, das ist eine ganz schlimme. Ach was. Ich bin der Fee, Feen sind entstanden. Hm? Du bist die böse Fee. Herr General. Vergiss nicht, deine Rüstung wieder anzuziehen. Vergessen oder wollen? Warum will der seine Rüstung nicht anziehen? Hat Impi gerade von mir geschossen? Ich glaube, Impi will wieder eine Grappling Hook, oder?
Mir lag's gerade. So, was soll ich mit dem Attachment? Das Wasser. Aus. Die Kompost hin. Morgens ein Molte, der ist noch befüllt. Was ist da denn noch? Holz? Oh, stimmt. Den habe ich mir jetzt vor. Wo sieht man eigentlich das Tierlimit? Inventar. Wir sind bei 85 von 120. Also jetzt schon viel zu viel. Ah, Crap wird dann später aussortiert. Das war ja von Anfang an klar. Ja. Also einer von den beiden Listos. Hier oben steht ein Polter, der relativ niedriges Level hat. Pronto, der relativ wenig Level hat, können wir dann auch aussortieren. Warum? Der 198er? Fächer, machst du nochmal Metall vielleicht? Oder was hattest du jetzt? Ja, kann ich machen. Weil ich würde dann... können wir ja machen, wenn die Limit auch ist, so. Du bist auch in der Base. Nimm dir mal vier Metall. Nimm dir mal 4 Metall Foundation und zeig, wo der nächste Turreturm hin. Und setz die da, wo du den nächsten Turreturm hin haben willst. Dann baue ich den Rest vor. Wenn man ein geprägtes Mammutpärchen hat, zum Beispiel, kann man auch die anderen Mammuts töten. Oder nicht imprintete Wölfe, wenn man genug imprintete hat. Ja. Hat irgendwie mir gerade zugehört? Ich bin gerade am Torekreisbauer. Weil sich das hier nicht bewegt, wenn ich es nicht mache. Ich glaube, ich habe Teilwände nicht gelernt. Turretturm. Auch so einer wie oben drauf, ne? Beim Impis Maschine. Oh ne. Vor der Schildkröte. Mach die Spikes weg, damit du Platz hast. Das, wo du Alu steht. So ungefähr. Weil das Ding schießt über die Base hinaus. Und schützt gleichzeitig die hintere Front dort. Hast du die Tore gestoppt? Nein. Tore waren durchgecraftet. Ja, die, Tore können in the Grinder. Also da, wo dieses Einser-Haus ist. So rechts neben dem der Alu. Das, wo der Alu steht, das wäre so gut. Oder ein bisschen höher sogar. Ich baue oberhalb von Alu, weil unten kriege ich das, glaube ich, nicht hin, dass ich Foundations nehmen kann. Ich glaube, ich muss hier aber die links nehmen.
Huch, wo ist das Pollen denn hier? Der ist doch hier im Bestand. Der ist vor einer halben Stunde disconnected. Nee, der wollte eigentlich noch auf seinem Bruder sitzen. Ja, hat er auch. Papa hat dann weggeräumt und ist aufgegangen. In gerade denke, ne? Das ist gleich Schicht. Wir haben genug Ankylos, es kann noch jemand rausgehen und mit Metall machen. Also bevor ihr in der Base rumsitzt, schnappt euch einen Ankylo und farmt noch ein bisschen. MP? So ungefähr? Der jetzt steht? Was ist das? So, war fertig. Da muss ich halt Turrets unten drunter setzen, dass sie uns nicht die Foundations von unten angehen. Aber sonst geht es. Muss ich ihn halt so bauen, dass er hier nur hin und schießt. Ne? Moin. Da wo ich jetzt bin, mit dem Rücken. Ja, der wird ja hoch genug. Dadurch. Durch die. Wie heißt es? Da machst du den nächsten hier. So ungefähr. Der soll dann hauptsächlich in die Torrichtung durchschießen. Okay, die Tore blocken natürlich, glaube ich, ziemlich viel. Ne? Ja, deswegen muss ich eine höher bauen wie die Tore. Okay, aber unten erst wenig Turrets und dann hohen Turm hier hin. Okay, da mache ich den hier, glaube ich, auch vier hoch, damit mehr nach oben schießt, würde ich sagen, oder? Sind da halt noch ein paar mehr dran. Ich mache halt bei allen oben mit diesen großen Kreisen die Turrets, ne? Damit die oben ordentlich ballern. Ja. Ganz viele imperiale Quadrocopter brauchen wir. Wieder da. Gegen Ende wird es zwar erstaunlich ruhig. Normal. Weil jeder was macht, oder? Das sind die letzte Minute. Jetzt muss jeder Handgriff sitzen. Welcher zum Raid? Zum Raid sind sie alle tot. Aber mal gescheit die Base bauen, dass du scheiß Schneck dafür kannst. Da wird nur Scheißdreck gemacht. Keine Ankunft frei. Oder gar nicht erst gucken. Auch mir Raiden, die wohnt eh nicht, ihr braucht mich schon nicht. Was ist geschrieben worden?
Ich schicke das Straw-Poll, wo nur der Leader abstimmen darf für den gesamten Tribe. Das wird doch eh nicht klappen, Betten. Dann Pech gehabt. Um was geht's? Was ist die Abstimmung? Ich habe keine Ahnung. Welches ist unser Stargate? 71. Haben volles Ankylo. Nochmal. Soll ich droppen? Mir hat sich jetzt auch schon dran gewöhnt, wie hier ausgeladen wird. Der kennt das noch von 4. Ich freue mich auf den Stoff. Oh, da gibt's. Gewehr. Oh, das ist guter Stoff. Oh, da steckt sogar noch im Kopf drin. Wie wissen wir nicht zu viel danach rein? Zu viel rein. Ich glaube, ich bin nicht nah genug dran. Doch, sonst boxe ich dich nochmal. Dann schließe ich. Gibt es eigentlich keine Stimberries, weil ich bis jetzt keine gekriegt habe? Ich habe momentan keine. Aber doch, doch, da ist sie. Was? Ich hab welche? Ich hab vorhin. Ja, du hast einstecken. Ja, stimmt. Achso, ich hab Eisen. Also bevor die zweite Chembench leer läuft, packe ich da lieber Steine rein und schmeiß dort auch die Zementingpaste an. Warum liegt hier eigentlich Obsidian so viel? Weil es wahrscheinlich beim Ausladen immer irgendwie übergeblieben ist. Naja. So, Kristall, Alster. Haben wir eigentlich mal so ein Pestle oder haben wir da andere Maschinen? Hier die Campbench. Stimmt ja. Useless. Ich bin useless. Nein. MP räumt schon auf. Glaubst du nicht, dass ein bisschen früh mit Tiere weg wird? Es hieß, er ist unnötig. Also habe ich gleich gesagt. Wer ist unnötig? Der Analystro. Ich finde ihn nötig. Wieso? Wir haben doch noch einen. Ach so. Sind jetzt, werden noch Tiere imprintet? Wollte. In 5 Minuten, ja. Fächer. Ich hab Monitore drauf. Server ist down in 8 Minuten. Oder nach dem Kamera. Ich war eben noch ein bisschen cheating fahren. Also da mein Arc hat sich einfach ohne Fehlernachricht geschlossen oder irgendwas. Ich kann mich einfach noch reinziehen, ich stehe bei den ganzen Sabertooths. Sonst muss ich jetzt nochmal joinen. Doch Polymer im Inventar und lockst aus. Nein, ich habe nicht ausgelockt. Ich habe mein Arc hat sich einfach so geschlossen und die Katze ist auch noch voll.
Echt jetzt? Ja, ich hab grad gefarmt noch. Gibt's hier einen Berg, wo ich ihn runterschmeißen kann? Leg mal einfach nicht darum. Kann auch einer das organische Polymer verkraften, wenn das es wirklich. Server läuft ja nicht weiter. Das war so allgemein, wenn man nächste Season nicht dran denkt oder so. Das sind 500 Aztecs, weißt du wie lange das dauert bis vergammeln? Einen Tag. Nein. Ich fange an die Base zuzumachen. Ja, warte, ich komm noch rein. Und jetzt wird sich immer noch nachgesprochen, oder? Wie ist das hier? Ja. Oh. Oh, du kriegst noch einmal einen Knuddel oder dann kann ich in die Band? Dann werden wir alle gebannt bis zur nächsten Session. So gebannt. Oh, Chris left it schon. Ja, dann zack, zack. Haben die Bait. Grievous, Molte, hopp, rin. Ja, aber. Der will gestreichelt werden. Wann? 1 Minute 40. Dann bleibt er halt noch draußen schnell. Ja, dann bleibst du draußen. Hast du Equipment? Ja, bis. Packs sind 4. Molde rin! Ja. Boah, schiebt dem heute Stress. Wenn Chris schon leftet, da ist der Server ist gleich weg. Ja, was? Ich lad das immer noch abends kurz aus. Du schon da? Ja, ja. Elias, das ist nicht der Auslagraum. Na gut. Ende liegt ja auch hier unten. Hast du mal in diesen Tresor reingekommen? Kann man die eigentlich die Leiter hochziehen? Elias hat doch Disconnect, deswegen. Doch, kann man. Der ist aber neu. Krank. Normal hat man mal losgelassen. Komm, lass uns spielen. Komm, lass uns spielen. Ja. Da wirst du lieber gestrafelt werden. Ich geb dir auch einen Kuss. Müssen wir uns Gedanken über General Grievous geistigen Zustand machen? Nein. Okay, Elias, es tut mir leid, du hängst irgendwie voll. Oh nein, oder? Hey, wait. Ist er stecken geblieben? Okay, das nein, klingt jetzt noch falscher. Ja, der ist zu fett. Okay, setz ihn ein. Deswegen ist wir zivilisierte Platz nehmen. Wo bin ich stecken geblieben? Ja, in der Club. Okay, okay. Dann bei nächsten auf jeden Fall genug Turrets für Türme erstmal. Und jetzt noch ein sauberes. So, das war wieder Capture the Snake mit Imperium. Wie wir sehen, abends immer unterbesetzt. Mach das Ding weg, da haben wir schlechte Erfahrungen gemacht damit. Los, weg mit. Gerade hier oben wäre ja ganz fatal. Wer ist jetzt noch hochkommt? Hast du alles zugemacht? Ja. Okay. Mach das Ding weg! Alter, Grievous, du bist für deinen Stuhl viel zu groß. Ist egal. Das geht! Ich nehm schon 3. Du Scheiße, ne? Jo. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Bye, bye.